Banks, do you hear me? Banks. Ja, so Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Inversion und weiter geht's hier. Und wir fliegen erstmal an andere Gegenstände hier. Und jetzt Q, um Objekte zu packen. Das kennen wir doch. Und jetzt da rein, denke ich mal. Yeah. Weiter geht's hier. So. Komm weiter. Ich werd doch getroffen hier, du Vollidiot. So, wie... Soll ich die jetzt killen oder wie läuft das hier? Mach ich jetzt einfach mal. Verdammt. I see not. Oh, verdammt, ich sehe nichts, ey. Junge. Geh doch mal aus dem Weg hier. Gehst mir schon wieder auf die Eier. Batz, Kopf weggefetzt. Aber lass. Verdammt, muss hier nochmal weg. Hier ist auch noch ein Kollege von uns. Aber den kill ich einfach. Yeah, gut gemacht. Weiter geht's hier. Wo eigentlich jetzt? Ich glaube mal, da, wo ich gerade eben schon war. Ah, das ist geil hier. Kannst du einfach rumfliegen und so. An die nächsten Gegenstände. Zack, zack. Geht alles so leicht von der Hand. Und das haben wir doch auch, oder? So, das war's. Er kommt auch gerade geflogen. Exit. Ah, was habe ich da gesehen? Lift. Da kommen wir wohl nicht rein, denke ich mal. Komm halt hier raus. Hier geht's auch nicht. Auf der Seite, oder? Ah. Da ging es also raus, anscheinend. Okay. Das sehen wir ja jetzt gleich. Ich überspringe das mal kurz, bis gleich. 30 Minuten später, Kingston District. Ja, da geht es auf jeden Fall raus. Ja, das ist sehr anstrengend. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon verletzt und so. Haben einiges abbekommen. Aber wir ziehen das einfach durch. Genau, erstmal eine Pause einlegen hier. So, was ist der Plan, Chief? We need to get in touch with Banks. Let him know we got what we needed. Banks, it's Leo. You copy? Banks. Damn it! What the hell are we gonna do now? Our goddamn fire. Where are you? Near their base. Ich wollte gerade sagen. Going down to the street. We'll meet you at the square. The place is crawling with invaders. We need to move. Die können uns ja nicht einfach alleine lassen hier. Die müssen uns anfunken. So, schlag dich zur Straße durch und triff dort Banks Trupp. Wollen wir das mal machen hier? Bisschen sprinten, Gas geben. Wow. Da fliegt erstmal der Bus runter. Mir scheißegal, ich laufe einfach weiter. So. Komm jetzt. Boah, ist der lahm, ey. Wir haben auf jeden Fall die bessere Kondition. Shit. Watch it. Ah, nee, der trifft uns eh nicht. Mal davon abgesehen. So. Enemies. Up above. Ach, Feinde. Feinde da oben? Davis, try to hit them with these bows. Nee, egal. Ich gehe da jetzt hoch. Aber ich will ihn auch nicht alleine lassen. Ah, guten Tag.
Scheiße, Granate. Granate. Boah, ist hier langweilig, Kollege, oder was? Geh doch mal auf den Weg. Na, Kollege, komm mal aus deiner Deckung her. Kleine Pussy. Oh, jetzt steht das fast. Du bist doch ein Vollidiot, weißt du? Das bringt doch überhaupt nichts hier. In dieser Situation. Das ist mir scheißegal. Komm jetzt mit. Komm mit, Kollege. Wir machen das von oben. Wenn es hier überhaupt hochgeht. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf, da ewig rumzustehen und nichts zu tun. So, Kollege, komm her. Komm. Bist doch... Ah, nee. Nice. Scheiße, jetzt macht er das auch. Fuck. Mir war ziemlich egal. Geh da runter, ey. Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Munition leer. Ah, los, weg da. Was mache ich jetzt? Präzisionsgewehr würde ich anwenden. Nehmen wir das zur Sicherheit. Also ich habe ja keine andere Wahl. Aber gut, gut. Bam. Und du auch noch hier. So. Ach, scheiße. Da ist ja auch noch einer da oben. Ruhe jetzt? Nein. Doch. So. Sehr schön. Hier. Hier sieht es wirklich cool aus. Und die Grafik stimmt eigentlich auch. Was denkst du über diesen Typ Banks? Er wird uns helfen, find Layla. Das ist alles, was wir wissen müssen. Ich weiß nicht. Er doesn't seem to know that much about the Lutadors. Let's see what he can do someone up, I guess. Oh, könnt ihr mich nicht einfach mal in Frieden lassen, ey? Fatz. So. Ruhe. Nein, die sind natürlich nicht tot. War ja zu erwarten. Aber ich werde mit euch fertig, das ist klar. Und der ist in der Luft hier. Aber wieso habe ich denn die ganze Zeit keine Munition mehr? Ist doch sowas von scheiße. So. Ich hätte jetzt... Ja. Es passt soweit. Ich bräuchte aber noch hier... noch eine andere Waffe eventuell. Diese mit dem Messer vorne dran. Ist besser. Junge! Schnauze davor. Und ich treffe natürlich mich da nicht. Ja, was ist... Ist der jetzt tot? Ja, gut. Dann können wir mal weiter hier. Wo geht's hier jetzt hoch? Ah. Okay, okay. Boost me up. Komm, hilf mir mal hoch. Bitte. Vielen Dank. So, und du kommst auch noch mit hoch. Hey, Davis. You know, I never really thought about why you helped me get on the force. This should help. Scheiße, was ging jetzt ab? Ah, okay, wir wurden wieder teleportiert, beziehungsweise da hochgeworfen. Ey, ihr könnt es nicht lassen. Ihr seid doch wirklich solche Vollidioten, wisst ihr das? Wieso kann da eigentlich immer nur zwei Patronen reinmachen? Oh, Sniper. Oh, komm, gib auf. Flieg jetzt mal da runter. Ich schalte auf den Sniper. Oder auch nicht.
13. Okay, das muss ich ausnutzen. Okay, der lebt immer noch, oder? Ne, der ist tot. Ich brauche ziemlich dringend Munition. Hier gibt's wirklich gar nichts. Das ist ein bisschen armselig gerade. Yeah. Schnauze. Hier verpasse ich einen Headshot. So, der wäre erstmal down. Schon mal gut. Aber da sind leider noch weitere. Ich treffe nicht. Mit dem Schrotgewehr, das ist wirklich nur auf nahe Distanz effektiv, zum Beispiel wie jetzt. Den ich in, ja, ein paar Sekunden getötet habe. Nee, Scherz. Der war eigentlich ganz leicht. Oh! Fuck. Seine Körperteile haben es einfach zerfetzt gerade eben. Aber ihr könnt's. Ey, Granaten tun mich nicht irgendwie einschüchtern. So, Batz. Batz, Headshot. Gut gemacht. Let it go. Ja, wo? Ich blick's wirklich mal wieder nicht durch. Ich höre eine Gatlin oder so. Wie komme ich jetzt da hoch nochmal? Ja, sorry Leute, aber ich muss ja einfach ab und zu auch mal überlegen. Ah, da vorne ist so ein... Kann man da wieder rein? Ah, hier geht's weiter. Gut. Rup. Here we go. Und jetzt? Gibt's keinen Ausgang. Kann man das kaputt schießen, Scheiben? Ja, auf der anderen Seite, aber... Ey, wo ist denn der jetzt? Ey... Ja, wie komme ich jetzt da raus? Mach ich's mal mit dem hier. Vielleicht geht's ja damit, aber anscheinend nicht. Hier geht's, ist doch Exit. Ah ja, stimmt. Boah, die Lösung war eigentlich vor mir, aber ich hab's wieder nicht gecheckt. Oh, Freund. Dann weiter. Hier hin. Ah, da komme ich an derselben Stelle raus. Hey guys, looks like my get out of prison card came in handy, eh? It's a joke. Na komm. Wohin? Geht's hier raus? Nee. Ja, wer schießt denn auf mich hier? So, du gehst mal vor. Und öffnest die Türen, genau. Ah, da sind die Helfer. Lutadores. Ja, das ist logisch. Erst hier aus der Deckung, wenn wir die Verteidigung ausgeschaltet haben. Aber das kann schwer werden. Aha, ein Raketenwerfer, das ist immer schlecht. Feindliches Geschütz, okay. Nee, doch nicht die Granate. Ach, jetzt habe ich dafür keinen Schuss mehr. Scheiße. Wie kill ich die jetzt?
Ach scheiße. Bleib hier hinten, so wie er. Ich werfe eine Granate. Aber warum... warum habe ich jetzt da kein Dings mehr? Keine Munition. Brauch dringend Munition. Oder so, muss ich da irgendwie fortschreiten? Und warten, bis die kommen, oder wie läuft das? Ahaha, hier geht's rein. Ah ne, dachte ich. Scheiße, ich dachte gerade. Ah, da vorne sehe ich Munition. Das könnte doch sich als hilfreich erweisen. So. Ich habe noch einen Schuss, oder? Nee, leider leer. Scheiße. Oh, war ja mal wieder klar, dass es explodiert. Bis gleich, wenn es fertig ist. So, da bin ich wieder. Und ich denke, jetzt wird es leichter, weil die ganzen Gegner da schon weg sind. Probieren wir es doch einfach mal. Und ich sehe da... oder auch nicht, sie sind nicht weg, aber... ihr könnt es nicht lassen, oder? Ich muss leider hier erstmal kurz warten, bis er die Leute für mich gekillt hat. Oder die auch davor. Und ja, die werfen die ganze Zeit nur Granaten. Das sind so feige Säue. Kann man nicht viel machen. Aber ich könnte die Sachen hier nehmen. So. Nee, nee, falsche Deckung. Falsche Deckung. Du bist doch ein Vollidiot, weißt du das? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss hier hinten bleiben. Es geht nicht anders. So, dem haben wir auch schon mal fett eins abgezogen, ja? Ich meine natürlich... ah, 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 nicht sterben jetzt. Wenn du jetzt stirbst, dann ist wirklich der Ofen aus. Dann mache ich erst in ein paar Tagen weiter. Wirklich. So. Ich habe keine Waffen. Es ist wirklich schwer hier. Da zu überleben. Jetzt killt die doch einfach mal. So, jetzt werde ich nochmal ein Granat, oder was das sein soll, abfeuern. Zack, und jetzt habe ich ihm nochmal mehr abgezogen. Noch besser. So. Einfach abwarten. Nee, ich treffe den nicht, das geht nicht so. Ich hätte eine Idee, wir können hier noch nehmen. So, und hier noch ein paar Waffen. So, und hier erstmal wieder Deckung nehmen. Also einfach Stück für Stück uns hier vorarbeiten. Dann wird das was. Aber ich habe noch einen Schuss zur Verfügung. Und das bedeutet für dich den Tod. Begib dich zum Minenwerfer der Lutadore und zerstöre ihn. Oh, scheiße. Alter, Alter, Alter. Das wird doch nichts, wenn du hier im Weg stehst. Das hasse ich eben an Koop-Shootern. Nee, komm. Das wird so nichts. Das wird, das geht in die Hose, das sagt... das sage ich euch, habe ich es nicht gesagt, das geht in die Hose. Der Koloss ist schwer gepanzert und nimmt nicht gleich Schaden. Nutze die Schwerkraft oder Sprengstoffe, um seine Schwachstelle zu finden.
Das ist natürlich mal wieder gut zu wissen. Nachdem ich gestorben bin, super. Das erzählen sie mir erst jetzt. Naja, ich könnte froh sein. Ich kann froh sein, dass sie es mir überhaupt erzählt haben. Und wieso muss ich jetzt schon wieder hier anfangen? Alter, das kann doch nicht sein. Ey, Leute, bis gleich. So, Leute, ich habe ihn jetzt inzwischen gekillt, diesen fetten Koloss, da liegt er. Und ich habe endlich Ruhe, das freut mich natürlich sehr. Weil das war ja mal wieder richtig schwer und außerdem waren die Kontrollpunkte scheiße gelegt. Man musste immer wieder aus dem Haus rauslaufen, die Treppen runter und so erst und das war dann immer scheiße. Deshalb, naja, ich bin jetzt froh, dass ich es geschafft habe, weil, naja, ich nehme das natürlich jetzt, ich nehme das nicht auf, wenn ich da die ganze Zeit am Failen bin. Das macht natürlich auch keinen Spaß. Deshalb, ja, habe ich das jetzt einfach mal ein bisschen übersprungen und, ja, jetzt geht's ja weiter. Can't do this solo. So, Leute, ja, jetzt würde ich sagen, machen wir mal wieder einen Schnitt und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis denn.